nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser. Hallihallo, werte Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Mein Name ist Karchen, Mr. Karchen besser gesagt, und wir hören bzw. sehen uns hier auf dem Kanal von Gamerinsel.de. So, bevor wir jetzt weitergehen nach da, gehen wir erstmal nochmal hier runter, denn hier haben wir noch was übersehen. Nämlich dieser Tresor. Hoppala. Da brauchen wir eine Kombination. Genau. So, und warte, wir haben... Wie ging das? Genau. Notizen. Jellys Anteile. Und da steht, wir sollen bei seinem Whisky nach einer Antwort suchen. Das machen wir doch auch. Und hier ist der Whisky. Ah, was ist denn da? 451. Okay. Mal gucken, ob das funktioniert. 4, 5, 1. Wunderbar. So, was haben wir hier? Gesundheitselixier und Juwelenkästchen. Das sind 50 Münzen. Wunderbar. So, dann packen wir es mal jetzt. Ich will metzeln. Uppala. Nein. Habe ich den Pfeil jetzt? Warte. Nein. Ich muss... Das ist so verwirrend. Mit dem rechten Schwert, linke Maustaste hier. So, jetzt. Wo ist der da unten? Den müssen wir jetzt gleich mal erledigen dann. Ne, hier mal runter. Pass auf. Scheiße. Jetzt geh da hin. Geh da hin, geh da hin, geh da hin. Pass auf, wir töten den. Das wird richtig episch. Ha! Wunderbar! So, sind da noch irgendwo welche? Nee? So, okay. Nehmen wir. Sollte ich die Leiche wohl besser irgendwie ein bisschen verstecken? Ha. Oh oh. Kommt da jetzt jemand? Hallo? Rattenspieß. Oh, lecker. Oh, ein bisschen zäh. Bäh. Warte mal. Da vorne sind doch bestimmt irgendwo welche. Ich schleich mal lieber. Na, 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 wo, 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 da. Vielleicht sollten wir tauchen. Beziehungsweise. Du kleines Dreckstück. Hoppala, das war aber nicht ich. Soll ich den mal töten? Eben zieht der dahinter nicht, oder? Okay, hat sich mitbekommen. Wie die immer hoch hüpfen dann, wenn man die tötet. Okay, das war's anscheinend. Wir hätten hier theoretisch auch rumgehen können. Gucken. Bolzen kann ich mir wieder nehmen. Das ist wunderbar. Rattenspieß. Ist hier noch was? Beziehungsweise jemand. Oh, da ist wirklich noch einer. War das alle? Sieht so aus. Beute, wir hätten theoretisch da oben lang gehen können, dann hätten wir das Ganze hier ein bisschen silent machen können, aber YOLO, wo habe ich den einen jetzt umgeschossen? Hier. Gucken, was der noch dabei hat. Nix, okay. Was ist da drüben? Da will ich kurz rüber. Ah, na toll. Ich wollte extra nicht nass werden. Egal. Oh, das sind ein paar Ratten. Leere Flasche. Hemlock Essenz. Gesundheitselixier. Ja, das war schon wieder. Ansonsten ist hier nichts, oder? Nö, nö, nö. Okay. Gut, dann gehen wir weiter zu Samuel. Warte mal, wie ging das? Ich hätte hier theoretisch auch die Betäubungsbolzen auswählen können. Aber egal. So, Samuel. Oh, oh. Oh, oh. Was habe ich wieder ausgelöst? Der Attentäter Corvo. Verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden der Thronerbin Lady Emily ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet. Hier drüben. Da ist Samuel. Okay. Ja, hallo. Moin. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Okay. Na gut, alter Mann, dann los. Warten Sie, ich brauche noch einen Augenblick. Sehen Sie sich ruhig um.
Ich warte hier. Hier gibt's, Alter, was für ein geiles Schiff. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas zu holen, oder? Wenn ich schon die Möglichkeit habe, mich hier noch ein bisschen umzusehen. Mal gucken, soll ich hier einfach mal... in die Suppe. Gibt's hier irgendwas? Nee? Fische! Ih, was sind das für hässliche Fische? Au, warte mal. Au, 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 die greifen mich an. Au! Böse Fische, okay, wir hauen ab. Nein, nein, nein! Oh! Steigen Sie ein! Ja. Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie. Na, das hört sich doch verlockend an. Ja, hau rein. Fliehe aus dem Gefängnis. Abgeschlossen. Ach, okay, wir haben die Mission jetzt abgeschlossen. Runen gefunden. Und nun? Ein paar Münzen haben wir übersehen. Naja, aber sonst haben wir eigentlich alles. Chaosfaktor hoch. Okay. Nein, warte. Nicht Mission wiederholen, sondern fortsetzen. Huhuhu, ich hätte beinahe die Mission wiederholt. Das wäre uncool. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay. Houndpits Pub. So. Könnte ich den theoretisch jetzt... Es wisst schon, was ich jetzt wieder vorhab. Aber wir probieren es mal lieber nicht aus, sonst... Ja, da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht mit. Verpackt sich dann wieder irgendwas. Und A und I. Gibt es hier irgendwas zu holen? Kann mich hier umsehen, das finde ich geil. Ach, guck an. Was haben wir denn hier? An der Akademie der Naturphilosophie wird über den pandysianischen Kontinent als ein Ort der Wunder gesprochen, wo das Leben seit Urzeiten wächst und gedeiht und ein buntes Ökosystem hervorgebracht hat, wie es so nirgendwo in der bewohnten Welt zu finden ist. Ja, bla bla bla, lest euch durch, wenn ihr wollt, ne? Okay, was haben wir hier? Kap der Zähne. Leere Flasche. Was haben wir hier? Münze. Was ich da alles schon wieder verpasst hätte, wenn ich hier nicht hochgegangen wäre. Eieiei. Gibt's doch bestimmt noch irgendwas, ne? Hallo. Moin, mein Name ist Mitzkachen. Was los? Ha? Sollte vielleicht nicht da nach unten gehen. Das ist ja mehr oder weniger Open World. Ich kann ja hier anscheinend überall rumgehen. Wie es mir gefällt. Aha. Da müssen wir anscheinend noch nicht rein. Okay, was gibt es hier noch? Aha, eine... Verschlossen. Ja, funktioniert nicht. Egal. So, gut, dann... Na komm schon, gehen wir jetzt mal in dieses... Pub. Warte mal, hier können wir rein. Warte, ich glaube, ich sollte hier nicht rein. Wir gehen lieber... So, moin. Arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen. Er war der persönliche Leiter. Die Kaisergetreuen. Später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lordregent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick.
Und wenn Sie uns helfen, helfen wir Ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero okay. Ist Künstler und Techniker in einem. Wo ist dieser Piero? Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Aus. Piero in 11 Metern. Aha, hier vielleicht. Okay. Pieros Werkstattschlüssel erforderlich. Den haben wir natürlich nicht. Wie kommen wir denn dann zu Piero? Hallo. Bin ich hier falsch? Ah, hier. Piero, moin. Schwierige Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsicht. Ja, klar. Das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Das ist unsere Maske anscheinend. Das wollte ich vorher schon sagen. So, wo sollen wir jetzt? Ach, hier um. Dann haben wir hier Heilkräuter. Nehmen einfach mal. Ich hoffe, du hast kein Problem damit, Piero, dass ich hier deine Werkstatt ein bisschen ausräume. Ne? Mal gucken. Gibt es denn hier noch Feines? Bücher? Lest es euch durch, wenn ihr wollt. Genauso wie hier. So. Und hier. Ihr drückt einfach auf Pause und ne, lest das dann durch. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Audio. Was? Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse ja, interessiert keinen. So, wir bringen den Walöltank zu Piero. Wunderbar. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Hier sehen Sie die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren, herstellen, nichts machen. Ja, modifizieren wir meine Ausrüstung. Okay. Was haben wir hier jetzt? Kabelwerkzeug. Erlaubt es dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren. Granaten, ja, okay. Armbrustbolzen, Kugeln, Sprengmine. Alter, wie geil. Was kann ich hier... Wie viele Münzen habe ich überhaupt? Sehe ich das irgendwo? Kosten 5. Du hast... Ah, ich habe 802 Münzen. Ah, das ist nice. Dann können wir hier quasi... unser Zeug... Oh, wie geil! Wie geil! Schnelleres Nachladen. Armbrustbolzen fliegen schneller und weiter. Verringert die Abweichung und erhöht die Ziel... Ah, dann machen wir doch das auf jeden Fall mal. Okay. Und machen wir gleich das nochmal hinterher. Dann ist die Armbrust schon mal ein bisschen besser. So, wir haben noch 52 Münzen, da können wir uns noch hier Armbrustbolzen und Betäubungsbolzen. So, wunderbar, jetzt haben wir unser ganzes Geld rausgedonnert. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Na, logisch. Ja, du hast recht. Ja, vielen Dank. So, lass mich gehen. Okay.
Okay. Ganz woanders. Okay. Dann habe ich meine Waffen denn? Oh. Ich habe meine Waffen. Wo sind meine Waffen? Hilfe. Irgendwas stimmt nicht. Sag mal, sind wir? Ist das Wasser da unten oder sind wir so hoch in der Luft? Beziehungsweise ist das der Himmel? Hä? Hä? Ach du Schande, wo sind wir? Ja, ganz woanders, wie schon gesagt, ne? Das ist komisch. Seltsame Schwerkraft. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Wow, wir haben Magie. Drücke rechte Maustaste, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu vollführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen. Allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte rechte Maustaste gedrückt, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Kann ich jetzt quasi... Ah, jawohl, das wäre ja fast was geworden hier. Alter, was ist das? Hä? Aber wir kommen jedes Mal wieder. Einmal so. Jetzt ist hier Blut. Wollte ich nicht. Ja, wie denn? Ich verstehe es nicht. Warte, ich sollte mich vielleicht einmal weiter nach vorne stellen. Ja, wunderbar. Du kannst sie nicht retten, 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 du kannst sie nicht retten. Ja, egal. Das ist schön, dass ich das immer wieder gesagt bekomme. Eine Truhe. Pieros Mana Elixier. Ach, das ist dann okay für unsere Magie. Okay, 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 okay. Wie war das jetzt mit dem Springen nochmal? Ich hab keinen Plan. Komm doch nie darüber, oder? Doch, komm ich. Pass auf, wo du hin. Na doch. Ja, nein, nein. Ach, das ist bitter. Sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Na toll. Ah. Komm ich da jetzt darüber? Okay, ist geschafft. Ist das Emily? Wer bist du, Kollege? Du, ihr seht gleich aus. Seid ihr Zwillinge? Sieht so aus. Was hast du hier? Emilys Brief. Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie meine Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihn nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm, so schnell du kannst und hol mich. Okay, sie wird also wirklich irgendwo gefangen gehalten. Und wieso soll ich jetzt aufpassen, wo ich hintrete? Das gefällt mir nicht. Okay, so mal gucken. Jetzt irgendwie darüber. Oh, okay, geschafft. Mana-Elixier. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gleich wieder unten liege. Wer bist du, Golle? Ach, das ist dieser Typ vom Anfang, vom ersten Part. Kennen wir den noch?
Das ist alles ein bisschen skurril hier. Oh. Warte. Trifft die Kugel? Das sieht uncool aus. Sieht aus, als ob ihr gleich kaboomt werdet. Naja, egal. Kann ich die Kugel nehmen? Nein! Das ist doch Kacke! Das ist doch Kacke! Eine kleine Herausforderung ist da vorne. Egal, wir werden hier erstmal einen kleinen Cut machen. Beziehungsweise ich mache einen kleinen Cut. Wir haben schon wieder 20 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein. Euer Mr. Kachen.